Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Star Wars, die alte Republik, mit der Hallo! Janina? Ich habe jetzt überlegt, ob ich wegen alte Republik auch alte Janina sage, aber das fand ich dann ein bisschen Und da dachtest du dir, das könnte beleidigend sein. Ja, aber jetzt habe ich es ja trotzdem gesagt. So. Oh. Was wollte ich sagen? Ja, willkommen im neuen Jahr, ne? Also hier, 1. Januar ist die Folge. Oh, stimmt, stimmt. Boom! Willkommen. Ein gutes neues Jahr. Ja, Feuerwerk gibt's nicht. Gibt's zwar, ist gerade Jahrestag, hier werden wir aufnehmen, aber so vorbereitet sind wir auch wieder nicht. So. Nee. Wie war das Feuerwerk, Arschlecken-Feuerwerk? Ich habe nur nicht getroffen. Ist eh dieses Mal Feuerwerksverbot, also von daher. Ein wunderschönes Silvester war das gestern, hoffe ich. So. Wir sind hier auf Hoth und es tut Not, dass wir mal die Mission abgeben. Hallo? Oh, bist du schon weit? Oh, Entschuldigung. Ich habe hier gerade noch Amplifier ich seh's. Gemacht. Eroberungsziel abgeschlossen, Verstärker. Und zwar müssen wir erstmal mit Lieutenant Laskin reden. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Ich bin bei dir. Ach so. Ja, wir haben jetzt schon, glaube ich, 4, 5, 6 Wochen nicht mehr aufgenommen. Wir sind alle ein bisschen verwirrt. Willkommen im neuen Jahr und beginnen wir unser erstes Gespräch. Keiner von uns hat bisher zu viel Zucker genommen, glaube ich. Nee. Los geht's. Ihr habt es geschafft. Willkommen zurück. Boing. Jetzt, da die Langstreckensensoren wieder laufen, sieht es so aus, wir haben nur ein paar Monate gebraucht. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Die Soldaten, die ihr gerettet habt, haben bei ihrer Rückkehr Loblieder auf euch gesungen. Diese Leute verdanken euch ihr Leben. Ich danke euch. Sind die Soldaten auf dem Rückweg auch nicht den Imperialen in die Arme gelaufen? Geht genauso weiter. Sir, soeben wurde ein Notsignal beim Energierelais abgefeuert. Das Relais ist der einzige Grund, dass wir noch Schilde und Wärme haben. Wenn die Teils, die es verteidigen, überrannt werden... Befehle, Lieutenant? Ich weiß nicht. Ist Lieutenant euer Vorname? Für einen Offizier zeigt er ja nicht gerade viel Führungsqualität. Es tut mir leid. Bitte, geht zum Relais. Wenn ihr das Imperium nicht zurückhalten könnt, setzt ein Notsignal. Wir werden versuchen, den Stützpunkt so weit möglich zu evakuieren. Ach, mir wird direkt kalt, weißt du? Was kalt? Wenn ich mich so anschaue. Ach so, du hast dich umgezogen. Ja. Ich war nicht vorbereitet auf die Kälte. Wir waren zwar schon mal eine ganze Folge davor, aber ich meine, das ist ja schon ein bisschen her, da kann man das vergessen. Genau. So. Warum laufen wir gerade eigentlich andersrum, wieder raus? Wir laufen nicht raus, wir laufen zu meiner Story-Mission. Oh, stimmt ja. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich mal im neuen Jahr das erste Mal im Gespräch antworten darf und nicht der Soldat. Oh, geht schon los. Ihr habt mich angelogen. Ja, und zu gerne würde ich darüber mit euch sprechen, aber ich muss leider gehen. Wisst ihr, es gab eine Erschütterung der Macht und... Oh, nein. Seid ihr wirklich ein Jedi? Für gewöhnlich töte ich keine Jedi, aber bei euch könnte ich eine Ausnahme machen. Ich bin ein Jedi. Oder ich war ein Padawan, aber ich kann die Macht nur sehen, ich kann sie nicht benutzen. Sie haben mich rausgeworfen, weil ich den Kodex auf einem Spickzettel hatte. Ich hatte kein Talent, kein wirkliches Ziel. Kommt zu dem Punkt, an dem ich für euch republikanische Truppen angreifen sollte. Schließlich bin ich beim Weißen Schlund gelandet. Sie haben mich hierher geschleppt. Sie übergaben mich an Shai Tenna, ein Vikwai und einer ihrer aufgehenden Sterne. Er schickte mich wegen der Sensoren. Das fängt an, wirklich nicht gut für euch auszusehen. Ich will ihnen nicht dienen. Wirklich, ich habe versucht zu fliehen, aber es kümmert keinen, dass ich mal ein Jedi war. Der Weiße Schlund würde nicht zögern, mich zu töten, statt mich weiter durchzufüttern. Wenn ich diese Sensoren nicht liefere, bin ich Wampa-Futter. Bitte, lasst mich am Leben. Ich habe Informationen über den Weißen Schlund. Ich kann euch helfen. Was könnt ihr mir bieten? Wenn es gut genug ist, lasse ich euch vielleicht am Leben. Benutzt diese Sensoren, um hineinzugelangen. Der Teil war nicht gelogen. Ich kann ein Treffen in die Wege leiten. Ich werde Shai Tenna sagen, dass ihr kommt und euch die Koordinaten schicken. Ihr werdet es nicht bereuen. Ergibt das nur für mich keinen Sinn? Shai Tenna. Pirat des Weißen Schlunds, zu Recht brutalster und effizientester Killer der Unterwelt angesehen. Punkt, Punkt, Punkt.
Weiß nicht, ob das einen Sinn ergeben muss. Das ist Gastano, also. Ja, das stimmt natürlich. Oh Gott, diese Walker sehen sehr gruselig aus, wenn sie da so entlang schweben. Wir hatten ja eigentlich vor, euch jetzt hier zu begrüßen mit neuem Levelsystem und neuen Stufen und... Aber naja, es gab da so einige Verschiebungen. Wir... Achso, sollen wir erst nach links oben oder... Ja, geradeaus? Das ist auf dem Weg, oder? Ja, können wir machen. Das ist der Tals Truppenführer, das ist die Planetenquest, ja. Oh! Da läuft ja einer schon wieder vor mir her. Hm. Schneller als du. Oh, da ist ein Chiss. Oh, wie schön meine Leku im Wind wehen. Im Wind wehen? Ja, die wehen im Wind. Mhm. Ich hab den Tals gefunden. Ich höre. Das sind ja tolle Infos. Hm. Imperialer Clan kommt. Wag's dir. Hm? Ja, ja. Ich sehe es, dass du mich gerade anvisierst. Ach so. Ja, 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 aber nicht deswegen. Ich habe nur mein Fahrzeug getauscht. Ja, 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 ja. Ich verstehe schon. Wollen wir da nicht Leute angreifen? Ja, ich bin halt heute ein bisschen pazifistisch. Ich meine, es ist neues Jahr. Das stimmt auch wieder natürlich. Der Papst hat mir wieder gesagt, dass wir uns alle lieb haben sollen. Deswegen bin ich da jetzt auch voll auf dem Kurs. Ist immer wichtig, wenn der Papst das sagt. Davon gibt es noch mehr! Oh. Schon ewig nicht mehr gespielt mit dem... Mein Mausarm ist noch ein bisschen beeinträchtigt, liebe Zuschauer, also... Wenn es ein bisschen ruckelig aussieht, dann wundert euch nicht. Hm? Ich wollte die Bonus abschließen. Wir wollen ja nicht mit halben Sachen ins neue Jahr starten. Ich bin übrigens nicht mehr auf Heiler gestellt, ne? Wollte ich nur sagen. Ich werde es überleben. Es hat funktioniert. Als wir eine Übertragung von den Tals empfingen, habe ich das zuerst für puren Zufall gehalten. Das ist ja fantastisch. Ja. Lieutenant, wir erhalten Nachrichten auf allen Kanälen. Der Crash-Außenposten meldet sich gerade. Wir sind hier draußen nicht mehr alleine. Das wird der Moral gut tun. Jetzt, da die Kommunikation wieder funktioniert, solltet ihr Verstärkung rufen können oder zumindest neue Befehle einholen. Sir. Ich habe eine wichtige Übertragung von der Halbmondschluchtanlage empfangen. Ich stelle durch. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, Zivilisten auf Hoth anzutreffen. Warum sollte jemand freiwillig hier leben? Die Ortolaner waren die ersten Leute auf Hoth. Sie kamen als Kolonisten hierher. Ihre Einrichtung in der Halbmondschlucht verfügt über die beste Technologie für das kalte Wetter auf Hoth. Technologie, die jetzt in den Händen des Imperiums liegt. Ich werde sehen, was ich tun kann, um diese Kolonisten zu retten. Ich danke euch. Versucht, Leiter Eldo zu erreichen. Er hat das Kommando in der Einrichtung. Kontaktiert mich, wenn ihr ihn gefunden habt. Viel Glück. Jo. Jawohl. You're simply the best. You're better than all the rest. Ich sehe schon, da ist einer wieder in musikalischer Laune. Ja, ich habe jetzt so lange alles zurückhalten, was ich mal hier habe. Oh, und jetzt muss alles raus. Ja. Ich würde gerne hier jetzt Schlitten fahren. Ja, ja. Wäre sicherlich schön. Ach, Tobias, was sind deine Gedanken zu einer Hoth-Festung?
Gab's doch schon mal Pläne, oder? Glaube nicht. Ich hab noch keine gesehen. Ich mach mich auch irren, ich habe halt nie welche gesehen. Oh, warte mal. Ja. Ich würde sie mir kaufen, weil ich mir jede Festung kaufe, aber ich weiß nicht, ob ich die gut finden will. Oh, Erfolg. Verwüster des Imperiums. Oh! 750 Imperiale besiegt. Sehr schön. So muss das sein. Ja, ich meine, es ist halt nicht unbedingt der schönste Planet, ne? Man könnte halt dann so eine Basis halt draus machen, aber so als Wohnung würde ich es wahrscheinlich nicht einrichten. Wenn es so ein bisschen wie die Eco-Basis aufgebaut ist mit einem mit paar Räumen für die Koordination im Hangar oder so, dann ja. Ja, Eco-Basis oder Station 0, da denke ich immer so dran. Es müsste halt auf jeden Fall ein Hangar mit einem Raumschiff haben, weil das haben viele der kleineren Festungen immer nicht. Und das am besten halt irgendwie so unterirdisch, dass halt wirklich so Eco-Basis-mäßig ist. Also, ja. Mit einem großen Hangar-Tor oder so. Oh, und natürlich an der Krankenstation mit Achtertanks. Ne, die kannst du ja selber hinstellen. Ich spüre dann ein bisschen, wo du deine Krankenstation hinpasst. Tauntaun-Gehege. Gibt ja mittlerweile genug. Genau. Im Spiel, die man dann als Gefährten dahin packen kann oder als Reittiere. Würden die sich schon was draus machen? Ist halt dann wieder mehr Fanservice, als dass man es wahrscheinlich bräuchte, aber gut. Ja, wenn sie gute Hooks hätten und gute. Ja, und es sich gescheit überlegt hätten, dann. Der Republik hat euch zum Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Wir haben halt noch keiner auf einem Eisplaneten. Dann wird euch das Imperium in den Kern zurückbringen. Was ist denn das für einer? Call Thorin. Ja, ich habe nur gerade ein bisschen näher geguckt. Schon mal, wer der neue Arbeitgeber wird, oder was? Ich wusste, dass ich mit dem Deserteur hier zu tun habe. Hallo? Ja, ja. Na, wird man hier diskriminiert. Das sagt genau der, die Richtige. Soldaten der Republik, euer Stützpunkt wurde zerstört. Ihr sitzt hier fest und seid umzingelt. Ergebt euch dem Imperium. Hat er das gleiche nochmal gesagt? Nee. Nee. Ich hab den vorher nicht gehört, deswegen. Ich hoffe, wir finden jetzt alle seine Holos, weil. Ich schau mal kurz darin. Ist doch keine Bonus, schauen. Oder? Nee, aber ich bin interessiert daran. Oh, oh. Den ja, haben sie aber dann auch zufällig da liegen gelassen, oder? Also da sehe ich keins mehr. Ist der Gabelikker gewollt hier so rum? Oh ja, da liegt auch noch einer. Also du nimmst die Treppe und ich... Oh, da hinten ist noch ein Holo. Wo ist denn da hinten? Entschuldigung, da hinten hoch. Warte auf mich! Nee. Ich will's auch hören. Oh, das ist jetzt das gleiche. Bei mir sagt er gar nichts. Was? Schön nicht. Ist ja auch egal. Hui. Wo ist denn die Fähigkeit? Ach, da. Was ist denn für eine Fähigkeit? Ich hab mich weggekickt. Die nötige Zähigkeit mit meiner Fähigkeit. Ups, Entschuldigung. Schauen wir mal, ob er jetzt was sagt. Schluckiges Auf habe ich. Sieg für das Imperium. Die Anarchisten der Republik wurden völlig geschlagen. Endlich haben die Kolonisten auf Hoth eine Chance auf Frieden. Hat er was gesagt? Ja, die Kolonisten auf Hoth haben eine Chance auf Frieden, weil die Republik geschlagen ist und die Anarchisten in die irgendwas sind. Das ist ja blöd gemacht. Nur einer von uns kann immer was hören. Ja. Hab keine Angst. Ich gehöre nicht zum Imperium. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wer republikanische Sympathisanten meldet, wird belohnt. Wer Anarchisten Unterschlupf gewährt, wird bestraft. Was ist euch lieber? Ich wusste nicht, dass es eine zeitliche Begrenzung für waghalsige Rettungsaktionen gibt.
Die Republik hat eurem Volk diesen Planeten gestohlen. Das Imperium wird ihn euch bestimmt alle pfiffen, wenn ihr uns nur lasst. Wann habt ihr ihm das gesagt? Vielleicht können wir ihn noch aufhalten, wenn wir uns beeilen. Ach Mann, du bist aber auch ein Dummer. Ihr seid allein hier draußen. Dem Senat ist egal, was im Outer Rim passiert. Ergebt euch. Dann könnt ihr Hoth heil verlassen. Geht. Aber das Imperium hat noch nicht gewonnen. Noch können wir eure Leute retten, wenn ihr gewählt seid. Ja, er wurde gefoltert. Ich bin Arzt. Was soll ich denn machen? Ihn auch foltern? Nein. Siehst du? Was? Er könnte Hilfe beschaffen. Die ist wahrscheinlich genauso praktisch wie Soldaten die Credits, die man immer kriegt. Euer Stützpunkt wurde zerstört. Wenn man sitzt irgendwas fest, anderes seid macht, da kriegst du immer 20 Credits mehr. Das ist genauso wahrscheinlich deine Hilfe. Genau. Chaos-Trupp an Aurix-Stützpunkt. Sofort evakuieren. Das Imperium hat vor, ein explosives Gas direkt unter euch zu entzünden. Was? Ist das euer Ernst? Nee. Ich schicke jeden, der einen Blaster halten kann, zu eurer Position. Versucht uns ein wenig Zeit zu verschaffen. Der Stützpunkt ist den ganzen Ärger nicht wert. Verschwindet einfach, solange ihr noch könnt. Wir haben hier eine Menge Verletzte in Koltotanks. Wir brauchen mehr Zeit. Geht in die Minen und versucht sie davon abzuhalten, das Gas zu entzünden. Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Viel Glück. Ach ja. You're simply the best. Wo müssen wir überhaupt hin? Raus. Ja, wow. Oh, die sind wieder respawned. Ja, das war ja keine Phase, oder? Stimmt. Glaube ich. Die Tür war ja erst die Phase. Instanz. Oh. Ey! Guten Flug. Ey! Lässt mich hier einfach alleine. Yeehaw! So. Die Republik hat euch zum Sterben auf diesem Eisbrocken im Outer Rim zurückgelassen. Ergebt euch. Dann wird euch boah, das ernsthaft? In den Kern zurückbringen. Du dummes Spiel. Was haben sie jetzt schon? Was ist jetzt schon wieder? Ja, es wollte sich gerade wieder aufhängen. Achso. Er fing schon wieder an zu stecken zu bleiben. Mein Name ist Dr. Ernsthaft. Tschüss. So, sind wir ja wieder draußen, ne? Freedom! No. Gehen wir halt erstmal erst zum Stützpunkt, rüber, ja. Nee, ja. Zu rechts, zur Werkstatt. Was ist denn deine Werkstatt? Weil wir müssen auch nicht zum Stützpunkt zurück. Nein, ich meine zu dem neuen Stützpunkt. Der ist ja bei der Werkstatt. Ach so, ja. Den meinte ich. Da, wo der nächste Schnellreisepunkt und so ist. Und dann machen wir unten Schwenker und dann sind wir wieder da, wo wir hin müssen. Mhm. So. Da hören wir ein bisschen Story noch vom Soldaten. Ja. Bau, 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 bau. Was glaubst du, sind wir im Ende des nächsten Jahres, also Ende des Jahres, das jetzt angefangen hat, immer noch beim Let's Play? Nochmal so viele Folgen? Ja, ich glaube, kommt drauf an, wie weit wir spielen wollen, wenn wir. Ja, bis Marcap. Bis Marcap. Weil das Einzige ist, wo man noch zusammen quasi Story machen kann. Revan stimmt. War ja schon einzeln. Stimmt. Und ist, da teilt sich ja die Story auch. Also da hat Marcap ist das recht langwierig, ne? Ich fasse es nicht, dass wir das durchgezogen haben. Oh Gott, Jun. Stimmt, da war ja was. Hallo, hast du was gegen Jun? Nee, ich erinnere mich nur gerade, dass es ja der hier ist. Und Ihr und euer Team könnt sehr stolz auf eure Leistung sein, Sergeant. Hm.
Außenposten 427, hier ist Major Atano, Informationskontrollspezialist von General Raktons Kommandogruppe. Personal der Republik durchsucht imperiale Schiffswracks auf Hoth. Das darf so nicht weitergehen. Es werden sofort die Sicherheitsdetails aller Absturzstellen übertragen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hoth. Alle Fragen über General Raktons Befehle können nach meiner Ankunft an mich gerichtet werden. Ruhm dem Imperium. Wer ist dieser General Rakton? Rakton? Das ist Republiksfeind Nummer 1. Der Mann, der alle größeren Kampagnen des Imperiums gegen uns plant und anführt. Was machen wir jetzt? Das Imperium weiß, dass wir kommen. Mit der Einstellung kommt man nicht weit. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Du kannst Leute aber gut überzeugen. Ja, ich höre es mir auch gerade. Das ist ja richtig motivierend. Wir werden alle sterben, sucht so kommt man einfach nicht eine weit. Absturzstelle okay. aus. Und wir rücken aus. Dann machen wir das mal, Sergeant. Genau. Das klingt einfach nur furchtbar. Ich bin komplett motiviert, Sergeant. Ach, Göttchen. Dann machen wir das mal. Jo, wir schaffen das. Ja. Bob, der Meister. Jo, wir schaffen mit Mörtel und Kleister. So. Oh, hallo, Läufer. Ja, müssen wir jetzt trotzdem erstmal wieder da runterradeln, ne? Ja. Zu unserem Aurek-Minenstützpunkt-Eingang. Wait for me. I'm coming. Ich warte doch schon, so gut ich kann. Aha. Ich warte durch den Schnee. Ja. Haben Sie etwas zu sagen? Nein, nein. Okay. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Hui. Bald ist ja wieder Fest des Wohlstands, ne? Echt? Ja, am Anfang Januar. Ich hab das nicht verfolgt. Bis Mitte Februar. Dafür, ach, ja, dass stimmt. Es ja so ein Special-Event sein soll, was nur einmal im Jahr kommt, kommt es ganz schön schnell ja, jetzt ne? Das ist eher so ein, ach schade, wir müssen das Spiel um 2 Monate verschieben. Naja, mach doch mal ein bisschen Wohlstandsfest. Genau. Ja, außer dem Weltenboss-Erfolg und dem... Küchenerfolg, ja. Und dem Küchenerfolg, fehlt mir da auch nichts mehr. Naja, aber das ist doch schon mal ein Grund, nochmal reinzugucken. Ja. Kriegen wir hin. Ja, vor allem ist es auf jeden Fall auch unterhaltsamer als es ist halt wirklich so ein richtiges Nebenbei-Ding, ne? Also, es geht, ja. Die Sachen gehen halt schnell, die du machen musst. Das ist halt sehr beruhigend. Ja, und es ist nicht so, ich finde, es fördert mehr Zusammenarbeit, zumindest die Heldensache, also die Weltenboss-Sache als das Dantween-Ding. Ja. Wie gut, dass ich euch rechtzeitig gefunden habe. Ihr lauft in eine Falle. Die Ortolaner haben uns verraten. Wer hat uns verraten? Die Ortolaner? Nee, das reimt sich nicht. Ihr wart im Aurek-Stützpunkt, nicht wahr? Wie seid ihr vor mir hierher gekommen? Der Lieutenant hat mich direkt hergeschickt, nachdem ihr aufgebrochen seid. Der ist doch wir auch haben eine Verräter. Nachricht von Leiter Aldo an Call Torin abgefangen, in der er ihm mitteilte, dass ihr auf dem Weg seid. Irgendetwas stinkt hier und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das seid. Ich hatte gehofft, dass sehr ihr sehr übergriffig, aber gut. Aber ich schätze, dann müssen wir das eben auf die harte Tour regeln. Ach ja. Standen die nicht gerade neben ihm? Ja, eigentlich schon. Da habe ich meinen schönen Orbitalschlag zu sehen. Ja, ich auch. Warte. Warum trifft mein AOE nur ihn? Tötet mich nicht! Ich hatte keine andere Wahl, versteht ihr das nicht? Wie er niemand eine andere Wahl hat. Mir reißt bald der Geduldsfaden. Bitte, hört mich doch passt an! Überhaupt die Republik sucht nach einem Prototypen, der hier abgestürzt ist. Das Ding ist vermutlich in der Atmosphäre verglüht. Wir werden es niemals finden. Die Republik wird dafür sorgen, dass ich in einem Leichensack nach Hause komme. Das Imperium hat mir angeboten, mich zurück zum Kern zu schicken. Warum werde ich immer noch vollgeschwatzt? Was? Was geschieht jetzt mit mir? Ich sorge dafür, dass euch jemand... Wartet, ihr...
Bericht vom Chaos. Kann denn nicht mal jemand sterben? Jemanden, der Travis Ford in seiner Arrestzelle eskortiert. Fuck? Was zum... Ich hab grad Fuck gehört. Ich schätze, ich schulde euch schon wieder. Das kann auch ich gewesen sein. Ihr lasst mich hier auf Hoth? Hättet ihr mich nicht einfach erschießen können? Ich glaube, du hättest dir einen Gefallen getan. Ja, eine gewisse Person wollte das tun, aber gut. Tut mir leid. Ich bin Arzt. Kann ich einfach Leute erschießen? Bedenke meine Lebensentscheidung. Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr bessere Entscheidungen treffen. Aber? Hätte ich nur allein das Let's Play weitergemacht. Da hätte ich endlich mal wenigstens was Auswirkungen auf die Galaxis gehabt. Ich bin so bedeutungslos. Und deine Waffe ist unsichtbar bei mir. Oh nein. Das fängt gut an. Nie darf ich Leute töten. Ja. Immer, nee, ich bin Arzt. Ja, aber bin ich halt. Ja und? Dann halte ich doch einfach mal zurück. Aber ich muss da eine Entscheidung treffen. Im Flugzeug lassen sie die Leute auch nur durch, wenn jemand umfällt und nicht immer. Dann kannst du nicht einfach durchlaufen und sagen, hey, ich bin Arzt. Halt, uns fehlen noch zwei Leichen. Ja, die sind da hinten. Komisch, da darf ich abknallen, aber... Verräter? Nee. Ja. Wow. Oh, das war's falsch. Gute Absprache. Hä? Ach so, hast du andere? Ich hab auf der anderen Seite die beiden gesehen. Ach so, ich hab nicht mal gesehen, dass da noch eine Seite... Okay, ein Aufstieg. Wie immer, eine gute Absprache. Immerhin, wir haben eine Gildenauszeichnungsobergrenze erreicht. Die haben wir schon seit 4 Monaten erreicht. Oh, aber also wir sind auch aufgestiegen. Ja. Wir Ach, haben da bloß nichts mehr schon. Davon. Oh, da ist ja Call Torin. Ah. Hallo. Ist da jemand verliebt? Das ist weit genug. Ihr müsst mittlerweile erkannt haben, Nein. dass keine Verstärkung kommen wird. Ihr seid hier unten allein. Übergebt eure Waffen, okay, da dann sorge ich creepy, dafür, dass ihr in den Raum der Republik zurückgebracht werdet. Wie wäre es, wenn ihr jetzt eure Waffen fallen lasst? Dann nehme ich euch nicht so hart ran. Ihr seid offenkundig wesentlich fähiger als die Narren im Aura-Stützpunkt. Aber die Lage ist doch zu meinen Gunsten. Soll ich euch allein lassen, oder? Versteht ihr nicht, dass dieser Konflikt sinnlos ist? Selbst wenn ihr den Stützpunkt retten könnt, werden diese Leute hier sterben. Ein verlorenes Schiff ist der Republik mehr wert als alle Soldaten auf dem Planeten. Sie werden Hoth niemals lebend verlassen. Es ist schon klar, dass das den Tod bedeutet. Oh, du unterbrichst unser Flirten hier. Ich finde das hier schnell. Schnell und schmerzlos, hast du gehört? Ach ja. Ich möchte mich nicht mehr dazu äußern. Ich fand das jetzt sehr lustig. Komisch, da müssen wir uns nicht entscheiden, ob wir den töten oder nicht. Ja, ne? Oh, der sieht schon... Nee. Das sieht mit der Frisur jetzt etwas lustig aus. Was? Ja, weil er den Mund nur so aufmacht. Hey, aber ich hab doch jetzt... Das war vielleicht ein Kampf! Ich kann nicht glauben, dass wir sie rechtzeitig aufgehalten haben. Im letzten Augenblick zu siegen ist die Spezialität des Chaos-Trupps. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Das Gebiet ist gesichert. Und jetzt muss ich weinen. Es tut mir sehr leid. Ja, ihr habt geflirtet, nicht ich. Also. Vielleicht solltet ihr Wenn jemand Liebeskummer hat, dann du. Punkt so schnell nicht explodieren wird. Das war mal eine sehr lustige. Hä? Bei mir wird angezeigt, dass ich mit dem noch sprechen bei muss. Bei mir auch, aber in blau. Ich bin Gast in dieser Phase. Was zur Hölle. Schön. Da. Andere Richtung. Sollen wir uns porten? Wir könnten uns zur Heldenquest porten? Stimmt. Die ist unterhalb von uns, da wäre ich jetzt eh als nächstes hin. Mhm. Und dann halt zum Stützpunkt zurück und zum Abgeben. Mhm. Mhm.
Hoffen wir mal, dass es jetzt für dich zählt. Was? Ja, wir sind wieder in einer Phase. Ach so, ja, eigentlich schon. Ja. Strange. Yeehaw! Also vorbei schon wieder ein. Und wieder schnell, Weihnachten rum, weg, schnell. Ja. Keinen ganzen Satz, ich kriege raus. Oh, hier links rum? Da oben ist ein Captain. Tages, aua. Ich dachte noch was. Ich werde wieder ignoriert. Was hast du denn gesagt? Ob wir links rumgehen. Ich hab gesagt, da oben ist ein Captain. Ja. Nee, das war von da, wo wir hergekommen sind, links. Nein. Doch. Wenn ich von hier, wenn wir hier gekämpft haben. Hier haben wir gekämpft und ich laufe in die Richtung, ist das links. Das ist trotzdem nicht links. Hä? Hier ist links. Nee, das ist doch nicht links. Doch. Das ist eine ganz andere Ecke. Also kann ich nicht arbeiten. Wo sind eigentlich die ganzen Gefangenen? Da. War das jetzt russisch oder? Nee, das war ein Da, von wegen da ist einer. Schau mal, ein Twi'lek. Sind die nicht alles Twi'lek? Nee, wahrscheinlich. Was sind denn die anderen? Ich meine, das ist ja auch das in Ordnung. So ein Twi'lek ist ja auch der perfekte Sklave, ich verstehe schon, diese racial Vorurteile. Ich will auch. Ja! Wow. Oh. Lol. Hat ein Jetpack. Das reicht jetzt! Immer diese unglaubwürdigen Imperialen. Aber echt, ne? Jetzt habe ich einfach seinen Schuss unterbrochen. Sauerei. Oink. Ach Mann, zu spät. Wollte ihn nochmal schuppen. Wenn man mehr Spaß an den anderen Mechaniken hat als auf eigentlichen Kampf, ne? Wir brauchen noch mehr Gefangene. Also, zum Befreien. Die sind da drüben. Wo ist da drüben jetzt schon wieder? Vor mir. Hä? Oh, na, da ist einer. Ach, schon wieder ein Twi'lek, Überraschung. Ich fühle mich hier in dieser Galaxis gedemütigt. Oh. Komm, mein Fellow Leidensgenosse. Steh auf, erhebe dich. Und da hinten ist der nächste. Jesus wird dir vergeben, was? Hier, da, um die Gruppe rum. Brumm, 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 um die Gruppe rum. Ich habe immer nicht die Namensschilder für befreundete NPCs an, deswegen sehe ich das so schlecht. Ich mag sowieso keine Namensschilder. Aber für Feinde mache ich sie dann doch lieber an. Das ist mir zu ungefähr. Einfach mal in der Feindesgruppe reinlaufen. Da ist einer noch. Ja. Der Rest ist Kollateralschaden, ne? Kupa Tonti Toki Maki Chisa Chubolo Wawuni. Alright, jetzt gehen wir zum Aurek erstmal wieder, ne? Ja. Jawohl. Stützpunkt, nicht Kantina, ne? Ja, ich glaube. Wobei, hier gibt's keinen Fahrstuhl, das ist nicht so schlimm. Ja. Auf Imp gibt's ja einen Fahrstuhl. Ist dann immer noch nicht so schön. Ba-ba-da-ba. Ba-ba-da. Ba-ba-da-ba. Da-da-da-da. Da 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 da.
Willkommen zurück. Ich kann euch gar nicht genug für alles danken. Private Falk ist jetzt in Haft. Er wird streng bewacht, bis er vors Militärgericht gestellt wird. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe gerade meinen Bericht ans republikanische Oberkommando abgeschlossen. General Ando wollte euch sprechen, sobald ihr zurückkehrt. Gut, Hauptsache ich kann diesen Ort verlassen. Einen Moment. Lieutenant Leskin an republikanisches Oberkommando. General, könnt ihr mich hören? General Ando hier. Ah, das müssen die Leute sein, von denen ihr gesprochen habt. Im Namen der gesamten Republik danke ich euch. Euer Handeln hat unzählige Leben gerettet. Nicht nur auf Hoth, sondern in der ganzen Galaxis. Wollt ihr etwas zu diesem Anlass sagen? Oh. Ich hab eben... Entscheide du. Meine Entscheidung ist hierher gekommen wäre, wäre der Aurix-Stützpunkt nur noch ein qualmender Krater. Tut mir sehr leid, aber leider. Der Lieutenant sollte seines Ranges enthoben werden. Ich muss zugeben, es war reines Glück, dass ihr aufgetaucht seid. Lieutenant Leskin, ihr seid hiermit vom Dienst suspendiert. Ihr werdet den Aurix-Stützpunkt mit dem nächsten Transporter verlassen. Ist das klar? Ja, Sir. Ich fürchte, ich wollte nicht nur mit euch sprechen, um euch meinen Glückwunsch auszurichten. Wir haben eine verworrene Übertragung vom Crash-Außenposten empfangen. Wir nehmen an, dass das Signal gestört wurde. Das einzige Wort, das wir erkennen konnten, war Schiss. Diese Ferkel. Hallo? Wegen Schiss, egal. Ich weiß, ich weiß. Ich muss mich im Moment um anderes kümmern. Ich wünsche euch Glück. So, ich habe keine Zeit auf. General Ando, Ende. Ich habe keine Zeit für diese Art von Aktivität. Gibst du, du möchtest nur nicht gegen die Chiss kämpfen. Du bist einfach nett. Ja, ich bin Interspezialer mit Mediator. Achso, da geht's gar nicht raus. Ich war schon instinktiv auf dem Weg zum Shuttle. Wolltest du den Ort schon verlassen? Weg von diesem Scheißplaneten. Einfach porten zum Crashhausen-Posten. Moment einmal, mein Guter. Ja. Ja, ich muss ja erst die Sache beobachten, ne? Man kann ja nicht einmal, ne? Weißt du, wie es ist? Tja. Hui. Ah, warte mal. Wohin? Wir müssen mal wieder zum Händler. Ja, haben wir noch Schrott Zeit. Schrott verkaufen. Weg damit. Melden Sie Ihre Beschwerden. So. Warum kriegt man immer so schlechte alte Waffen und so einen Scheiß? Das braucht eh keiner mehr. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das ist irgendwie voll für den Arsch. So, bonjour. Mit dem alten Knacker sollen wir reden. Mhm. Na, so eine Überraschung. Willkommen im Crash-Außenposten. Wir sind unterbesetzt, irgendwo im Nirgendwo und von der Galaxis vergessen. Aber wie es aussieht, könnte das hier bald der heißeste Ort auf ganz Hoth werden. Wir haben eine Nachricht von einem Schiss. Das hat was mit Schiss zu tun. Der heißeste Ort. Sehr schön, sehr schön. Ein blauer Imperialer hat euch Kontakt. Sind die nicht mit dem Imperium verbündet? Was wollten sie? Hier, hört euch einfach die Übertragung an. Außenposten der Republik, hört ihr mich? Ich stehe unter schwerem Beschuss und habe nicht viel Zeit. Ich habe eine Datendisk mit zeitkritischen Informationen des imperialen Geheimdienstes. Ich biete euch diese Daten im Austausch gegen Asyl. Das Imperium jagt mich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Schickt Hilfe, dann gebe ich euch, was ihr wollt. Ihr würdet mir das nicht zeigen, wenn ihr es nur für einen imperialen Trick hieltet. Ich glaube nicht, dass ein Schiss jemals freiwillig Schwäche zeigen würde. Auch nicht, um eine Falle zu stellen. Er muss wirklich verzweifelt sein. Wenn wir handeln wollen, müssen wir es rasch tun. Ja, spannend, ob man dann auch eigene Dialoge kriegt, wenn man Schiss als Spezies hat. Oh, das wäre interessant. Stimmt. Ich nehme an, ihr wollt, dass ich ihn rette. Wir haben nicht die nötigen Leute. Wenn ihn jemand retten kann, dann ihr. Das Signal kam von einem verunglückten Transportschiff in der Nähe. Seid vorsichtig. Bringt diesen Schiss her, wenn ihr könnt, aber wenn es nach einer Falle aussieht, verschwindet. Das wäre echt interessant zu wissen. Hm. Ich weiß, ich stelle immer interessante Fragen. Hallo Versorgungsoffizier Brundel. Chikospa ini kudar iji gliska chanagawa.
Die Galaxis Ach, Mann. Ist nicht immer ein Ort der Freude. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sobald ich weiß, wo der Spaß losgeht, bin ich dabei. Ich verstehe kein Wort. Nein, du verstehst nicht. Ich spreche kein Hinterwäldlerisch. Du Speziist. Und dabei wird Hilfe benötigt? Darf ich diesen Fragebogen für Sie ausfüllen? Das nehme ich in die Hand. Wie wär's mit schlechter Musik? Oh, ein Teil davon geht zurück. Ja, da unten ist noch irgendwas zur Dornbasis. Da schickt mich immer dieses Schließheldenmission ab. Nee, die Klappern-Tundra ist so. Ach du Scheiße. Das ist die Helden. Ach so, ja. Genau, das schickt uns zur imperialen Basis zum Abschließen der Heldenmission. Ja, genau. Also, lol. Aber nur für die Weekly quasi. Also nicht ja. Für eine wirkliche Heldenmission, sondern nur für die Weekly. Die man jetzt quasi nicht abschließen kann, sondern die automatisch abgeschlossen wird. Das ist irgendwie strange. Steven, strange. Morgen soll es was ganz Besonderes geben. Also, Ich weiß zwar nicht, wie man aus Wampas irgendwas Köstliches machen könnte. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir aufhören? Im Ernst? Hör auf! Was denn? Ach so, du meinst, schon umgekaut haben, Schnitt, ne? Ist doch nur ja, fair, weil wir jetzt die ganzen angenommen haben, jetzt sind wir nur ein Gebiet. Dann würde ich sagen, machen wir dann nächste Woche einfach genau hier weiter. Wir wünschen euch weiterhin einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Möge es besser werden, auch wenn wir, wie gesagt, skeptisch sind, aber na, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, lasst euch nicht zu hart rannehmen. Genau, und passt auf, dass ihr nicht in die Chiss-Basis geht. Und und dann hoffen wir, sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Hochgebirgspass. Kamm, oberer Pass, Koordinaten. Minus 1770, minus 872. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss.